Morgen! 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 Papa, ich hatte nur zwei Fehler! Genau, wollte ich dich fragen eigentlich. Aber putze erstmal die Zähne. Aber zwei Fehler sind schon zwei zu viel. Guten Morgen! Guten Morgen! Wundervoll. Hast du ein leckeres an? Nein. Dann zieh jetzt an. Oh, gut. Na, dann gehen wir mal zum Otto. Papa, ich komme. Zur Schule. Warte, ich muss okay. Erst noch Schuhe anziehen. Zwei Fehler hatte ich. Wir haben es gemacht mit sieben Fehlern. Wer sieben Fehler hat, der darf nicht mehr mitfahren. Was hast du denn für Fehler gemacht? Ich habe das Handzeichen vergessen, dass ich abbiegen will. Oh, das ist nicht gut. Ich weiß, aber ich... Und dann habe ich noch vergessen den... Die musikalische Hintermalung. Warte, du hab's gar nicht. Zwei. Dann habe ich noch den Blick vergessen, wo man aufpassen soll, den... Schulterblick. Ihr sechs habt es. Schulterblick, aber wir haben dazu einen Satz gesagt. Ja. Ihr kriegt eine Sänge. Mama, wir haben dazu einen Satz gesagt. Was ist das für ein Satz? Na, weiß ich nicht. Ein Merksatz, den sie schon vergessen hat. Mama, aua. Das hier Sänge. Ein Blick von nach hinten, da. Wieso? Wieso hast du den nie vergessen? Na, bist du einfach so gefahren? Nein, ja, einmal bloß, aber Papa. Das ist gefährlich. Papa. Da kommt ein Auto und macht klatsch, bumm, weg bist du. Entschuldigung. Aber beim Stoppzeichen bin ich angehalten. Na, ist nicht wahr. Doch. Theresa ist da rübergefahren. Über Stoppzeichen. Das ist falsch. Und Frau Schgönziger war richtig schreien so, du bist jetzt tot, du kannst nicht mehr fahren. Du bist jetzt tot. Leg dich hin. Ja, weiter. Und dann ein bisschen zu viele Anweisungen. Zu viele? Ja, man musste so viel richtig machen und so viel falsch. Also nicht machen, doch. Gut, ansonsten war alles in Ordnung. Wer hat beim Langsamfahren gewonnen? Langsam fahren, das haben wir diesmal nicht gemacht. Ah, okay. Außer das mit den Zettel Ecken abreißen, das schon. Da, da habe ich nur zwei Fehler gehabt. Da hatte ich die zwei. Letztes Jahr hatte ich null Fehler, weil es dann noch so leicht war. Wieso, was hast du diesmal falsch gemacht? Handzeichen. Ach so, das waren diese Handzeichen und das. Ey, das kitzelt. Nein! Lass es mal auf den Boden. Ja, Mama, ich bin das Baby. Oh. Na komm, wir gehen. Was hast du denn da? Hallo. Ich bin auch da. Frisch gesäugt. Voll gepumpt mit Milch. Also hat mich gerufen, Mama, komm. Ja. Das ist wirklich so laut. Ach, hör auf. Na gut, ich fahr erstmal los. Soll ich Pizza mitbringen oder reicht die noch von gestern? Nee, reicht nicht mehr. Ich hab gar nicht so. Ich hab gestern dann gar keins gegessen. Zum Beispiel. Ja. Na hopp, rein mit dir! Jetzt krieg ich diese Tür nicht zu. Du kriegst die Tür nicht zu. Man darf am 25.08. zwischen 4 und 13 Uhr nicht hier parken. Aha, wir gehen. Okay, dann raus.
Oh. Frühstück. Oh, halt nicht fahr, ey. Ein Unfall auf der Autobahn. Gerade passiert. Ja. Hier mal ein bisschen wieder draußen erstmal und heute ist der Kita-Mobil reserviert, genau, ab 14 Uhr, das werde ich jetzt noch mal waschen kurz und das war schön. Erstmal. Was raus an Berlin, Menschenhandel? Menschenhandel auf dem Bau. Haben doch gesagt, hab ich dir gesagt, hatte da viele Leute andere aus Afghanistan überall für 3,50 Euro, 4 Euro da. Und nicht mal Papiere haben wir da, Schwarzheit haben wir die alle. Ich stoppe da die Bootführer und alle müssen alle jetzt weg. So. Menschen auf dem Baum. Joa. Schön, Wolfgang. Menschenhandel auf dem Bau ist doch wunderbar. Eier gehabt haben. Ja, wieso? Ja. Da kam gestern noch der kleine Thomas vorbei, weißt du, der mal im Bootplatz geht, ja? Ja. Und da kommt jemand aus dem Fenster, da ist mit Alex los. Ich sag, wüsste ich nicht, wieso? Da war ja schon eine ganze Weile nicht mehr auf dem Bootplatz. Und da war mit den Russen oder so, da waren Russen da, oder alle, wo er Eier gehabt oder was. Mit den Russen auf dem Bootplatz? Na nee, da waren, ich weiß, da sind nur welche, nee. Das ist wohl so gut, das sind wohl die Eltern, aber ich wüsste es nicht, keine Ahnung. Ich hatte aber mit die Eier gehabt, mit wie die Trottel wohl nicht mehr hin, der war ein paar Tage nicht da. Achso, so schlimm, ja? Man weiß es nicht, das ist doch ja nicht schlecht, auch ein Motorrad ist da und Motorrad ist da und der Fahrrad steht da. Eieiei, bei mir wollten sie hier einen Rahmen klauen, guck. Was? Mir wollten sie hier den Rahmen klauen. Den Rahmen, ja? Ja. Oh. Aber der ist ja auch nicht schlecht. Aber ich meine, ich sag, du kennst dich ja schon mal, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Hast du sowas, wenn einmal ein fremden Eigentum rangeht? Tja. Ja, das testet man. Guck, fertig. Test. Mach mal den. Ja, guck dir die Räder an, wahrscheinlich. Boah. Ja, der ist vermietet heute. Für den Kindergeburtstag. Und danach nimmt ihn wahrscheinlich eine Kita oder so. Mal sehen. So schön. Animation. Aktiv. Free Lifestyle. Sehr gut. Hammer. Free Lifestyle ist auch das hier. Wir sind flexibel, wir sind frei, wir bewegen uns in jede Richtung. Er sagt, das fällt aber nicht mehr ab. Das ist gut, das fällt nicht mehr ab. Ich habe zu ihm gesagt, Tretlager tauschen, weil er sagt, der Tretlager macht auch arge Geräusche. Und die Tretkurbel tauschen, mach ich jetzt. Also wie oft ich Tretkurbeln habe in dieser Woche, ist ja unglaublich, oder? Also ist jetzt schon die dritte oder so. Nicht Tretkurbeln, Tretlager. Na, ein Vierkant ist es nicht mehr. Also bei diesen Rädern hier, sage ich euch ganz ehrlich,
bei diesen Lagern, da rufe ich richtig Geld auf. Da rufe ich den Preis auf für Tretlagerwechsel, der der den BBF empfiehlt. Das sind 50 Euro, rufe ich da auf. Erstmal den Kunden, aus gutem Grund. Die Seite mag ja noch ganz gut aussehen, aber die andere Seite, ich will mir noch nicht erzählen lassen. Ich habe das schon so oft gemacht und ich habe so oft da abgekotzt und habe eine Stunde, zwei Stunden gebraucht teilweise, um drüben die Lagerschale rauszuarbeiten. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und das muss bezahlt werden. Deswegen sage ich vorsorglich schon mal 50 Euro Tretlagerwechsel. Ja, ganz einfach. Das ist nämlich auch ein, das ist auch schön rund, ihr lutscht schon. Ja. Wie heißt du schön? Freilauf. Rollt er gut? Das ist in Ordnung. Das ist doch jedes Mal so, wenn ich das sage, geht das total einfach. Ey, kann ja wahr sein. Aha. Seht ihr die Laufrille? Wow, geil! Ich zeig euch das Lager dazu. Das brauche ich ja noch zum Ausmessen. Achtung, Lagerreste, komm! Ja, Ruby. Seht ihr die Sägespäne? So, oh, was sind das alles? Was sind das für Späne überall? Wieso ist denn der Kugelring noch da? Was sind das für. Woher stammen denn die ganzen Späne da drin? Ist der Rahmen weggefressen? Was sind das alles? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe ja noch nie gesehen, dass der Kugelring ganz ist, außer hat mal jemand nachgesetzt. Eben. Und alles voll. Trau mir nicht umzufassen. Alles voll mit Sägespäne. Mit Metallspäne. Sägespäne. Oh, drückt mir ja nicht umzufassen. Macht man ja auch nicht. Fasst man ja auch nicht rein und dreht durch oder so. Macht man ja auch nicht. Stoppt denn nicht her von der Kurbel oder was ist ab hier? Von der Lagerwelle abgefräst. Okay. Einmal den. Aber ein Problem. Ist ein Lichtkabel verlegt. Seht ihr das? Da. Das stört natürlich hier, diese Nabenhülse stört. Das Ding hier in der Mitte. Das muss weg. Die Lager links und rechts. Lassen wir aber, die Nabenhülse muss weg.
Ja, so kann man es jetzt einbauen. Ich habe gerade einen Anruf wegen den Opel. Ja. Interessiert sich jemand dafür? Ja. Das war allerdings ein bisschen zu teuer. Ja. Er ist jetzt praktisch mal in Berlin. Er ist eigentlich aus Hamburg. Ja. Und würde sich den gerne heute mal angucken. Das kann er machen. Der steht ja hier um die Ecke, wa? Der steht beim Versicherungsbüro. Ja, um die Ecke noch nicht mehr. Ja, hinten beim. Was soll ich denn holen? Ja. Er würde so, also er hat gefragt 17, 18 Uhr oder ob es wann es passt. Er hat gesagt, das kläre ich dann mit dir erstmal und schreibe ihn dann nochmal eine Nachricht. Ja. Soll er lieber ein bisschen später ankommen oder? Nee, ist doch in Ordnung, soll er kommen. Ja, boah, ich bin 17, 18 Uhr mit den Kindern beschäftigt, dann kann ich. 17, 18 Uhr bist du mit den Kindern beschäftigt? Ja, ich habe dann alle Kinder zu Hause, müssen Abendbrot, Bett fertig, bla bla bla. Naja, komm, 17, 18 Uhr kommen. Und dann schicke ich ihn hier erstmal rein im Laden. Ja. Ja, noch ist er zugelassen. Ja, habe ich auch gesagt, dass er noch zugelassen ist. Dann muss er aber sofort umgehen. Ja, ist ja klar, muss man dann in den Koffer zurückhalten. Ja, schreib ihm. Das ist kein Problem, er kann vorbeikommen. Dann schreibe ich ihm die Adresse hier, Fahrradladen, so dass ich ihn melden bei dir. Ja. Ich muss auch ein Herz nehmen. Na, meine ich doch. Hallo! Hallo! Aber wir gehen jetzt weiter auf, wollen wir noch ganz viel zu tun. Ja. Ich halte Mama ein bisschen auf, aber. Na? Mutti. Mutti? Naja. Der Mutti? Zum Spielen. Naja. Ich mache an so einem Aktivrad rum. Das so nicht geht, ne? Extra geguckt. Wie? So kann man nicht fahren. Nee, ist ganz Schloss. Ich fahr. Du machst innovative Fahrradtechnik. Ja. Ich bin Tommy Thompson. Der Tomster wahrscheinlich. Ich glaube, das weiß eben noch keiner, so richtig zu würdigen. Warte mal, muss mal hier drehen. Hier, ich bin Tommy Thompson, der Tomster unter den Hipstern. Der Hipster unter den Tomstern. Ach, da ist. Ja, hast du die Fahrradtechnik mit drauf? Fahrradtechnik? Nee, noch nicht. Mich jetzt so ein bisschen. Obwohl, einmal so ein bisschen. Werbung machen. Wie der glänzt. Kennst du den anderen? Hast du den abgeschraubt? Das ist sowas, welche Fragen? Ist ein Inverse-Schalter, ne? Ja. Diese falschrum funktionieren. Ach so, guck mal. Ne, der hat ja Vorspannung. Ja. Was macht? Wofür wartet eigentlich gut? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wofür war das eigentlich gut? Für schwache Leute? Die dann nicht den Hebel bedienen können? Oder? Die nicht den Hebel bedienen können. Wohl kaum. Warte mal. Das schaltet ja, du musst ja drücken oder du musst. Zum Entlasten, um schneller in die leichteren Gänge schalten zu können. Genau. Einfacher in die leichten Gänge schalten zu können. Am Berg. Ja, also doch, hat das bestimmt was mit der Beschaffung des Fahrers zu tun, eher. Als mit der. Okay. Ja, die Frage wäre jetzt, aber der Cage und so, der Käfig, scheint mir genauso lang wie der andere, den ich dran habe. Ich dachte, ich. Ach mal, ob sich das lohnt, das umzubauen, weil mir die Kette untenrum immer noch sprengt. Ist nicht gerade, oder? Ich habe diesen ersten Gewindegang. Oder habe ich den jetzt? Animation. Ich habe gesagt, weil ich nicht spiegel, habe ich gesagt. Manchmal muss man das, ne? Die Fehler Kamera draufhalten. Einen Fehler eingestehen oder die Schwäche eingestehen, damit. Dass ich es nicht kann, ich kann es einfach nicht. Und damit es zur Stärke wird, genau. Eine Schwäche eingestehen, also aus Schwächen Stärken machen. Das ist ein Schwachsinn. Danke.
Welt besteht aus Schwachsinn. Ja, ist schon, kann man so sagen. Schwacher Sinn ist oft dahin. Ricky, Martin, was ist los mit dir? Was sagt Nigger? Negro. My black man. You. Motherfucker, give me five. Give me 40. Mach da auch. Mach da nicht, warte ab. Ist eigentlich noch. Was? Ist mir einfach den Arsch zu, oder? Was? Was macht der? Was? Der Kollege ist nicht gut drauf heute. Na, der findet vielleicht auch den Sandkasten interessant. Der hat vielleicht schon andere Hunde interessant gefunden heute. Weißt du, wie lange der noch da ist? Der Sandkasten. Der ist ja gerade erst entstanden. Ja, aber das hat ja auch so lange nicht gedauert, aber jetzt weiß ich nicht genau, zwei Wochen haben wir doch zwei, ja. Ja. Wow. Zwei Wochen haben wir rumgebuddelt. Die Powerpad, da siehst du drin, sitzt mit Buddelförmchen. Hey, Sandbogenbauern. Hey! So ein Baggerfahrer, so ein Fetter mit so einem. Mit so einem Butterbrot. Aus Butterbrot mit Sandkuchen. Ehrlich, ey, so geil, da komme ich wieder. Im ja. Kopf ist schon wieder alles fertig. Ja, furchtbar, oder? Kannst du nur nicht umsetzen, ich würde es gerne zeichnen. Ich kann es nicht. Mann, ich kann es und mach das nicht. Die Krise. Mein Leben ist ruiniert. Hast du das mal ausprobiert? Was? Das umzusetzen. Jo. Lange? Mit ein bisschen Unterstützung. Unterstützung? Ja, ich hab bestimmt. Ja, das hilft ja beim Zeichnen. Habe ich auch gehört. Stift zählt. So eine Art Markurzeichen. Weil, wenn man schon die Technik so nahegelegt bekommt, da ist manchmal gar nicht mehr so. Dann wird es irgendwie praktisch. Ich habe ja mein eigenes Stil. Ja, alles klar. Den sollte auch jedermann haben. Weißt wunderbar, du? Animation funktioniert. Geil, ich weg mit dem Schritt. Schön, dass man hier hängt. Ja, genau. Ich wollte mal zeigen hier, das Rad. Von Roga aus Kambuga. Ja, sag mal was dazu. Wie ach, heißt sie denn, die Kleine? Ich bin jetzt so glücklich und freue mich so, da filme ich lieber hatte. Ja, schön, dass du uns hier besucht hast in unserem Etablissemente. Was haben wir denn hier? Eine Canon Del Truvativ Hussefeld? Luise. Da steht eine Menge drauf auf dem Rad, auf alle Fälle. Ja, ja, kann man. Das ist ein Canon Del Profit. Jetzt keine Anspielung. Das ist keine Schläferzelle. Nein. Das ist keine Rohrbombe. Nein. Ist auch ja made in USA. Obwohl, ist weiß man ja. Handmade in USA. Aber stimmt, ja, guck mal, die ganzen Namen hier. Also ist als ja eigentlich Wahnsinn, ein Werbeträger. Sticker-Bombing ist jetzt schon ohne einen einzigen Sticker. Vorne dann noch, also. Pro-Kraft. Einmal kurz die Tauchschule hier aus Thailand mit. Oh, na, das ist jetzt natürlich eine wahre Werbung. Und dann haben wir noch Fox. Die ganzen Sponsoren, die er hat, ist unglaublich. Ich wusste ja nicht, dass du so erfolgreich bist. Der Flight. Hast du nicht gewusst? Gelflow Technologies, Selle Italia. Blöd ist nur, dass ich die alle bezahlt habe und nicht geschenkt bekommen. Eine Juicy Magura? Mhm. Luise und Magura Juice. Saft. Oh, NS, ja. Da kommt was zusammen, ne? So. Dass du auf die Spiele stehst. Ist ja ein ganzes Volksfest hier. Vor allem hier. Was haben wir denn hier? Fun, DT Spokes, DT Swiss und Veltec Wheels. Aufnahmen, Continental, XTR. Ja. Haben wir sie jetzt durch? Ja, darum. Nee, doch. So. Hast du die Narbe eigentlich schon? Aber, ach ja. XT Narbe. Ja, gut. Hier ist es grenzwertig. Echt? Mhm. Wahnsinn. Und ein Warnhinweis bitte nicht. Hier ist noch ein kleines Büchlein, wenn man von noch so blätterst auf. Auch ein schöner Comic. Kriegst du einen kleinen Sicherheitshinweis mit dazu zum Ausladen. So ein Leporello-Album oder wie man dazu so gesagt hat früher mit diesen Postkartenalben, die man so. Oh, da waren sie. Guck mal, da war unser Zimmer, da haben wir gewohnt. Tom, pack es weg, ich mach das jetzt. Wo ist er denn? Ach, da oben. Hör mal. Top, ganz lieb von dir. Und ich weiß das zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht bin ich auch nur nervig und du willst mich loswerden. Aber vorbeugend, wo es eskaliert hier. Yeah!
Das würde ich auch gerne sehen, wie das aussieht. Ah! Ja, und so weiter. Ja, das ist nicht so schnell. So. Okay, Gentlemen, ja? Ja, ich nehme die Liebe mit, die so. Mir hier gegeben. Hier. Dann habe ich jetzt. Ja, bitte, bitte. So, das ist so der perfekte dafür. Kannst du schon mal Mitreder rausgeben da drin? Was kann ich rausgeben? Mitreder. Welche? Guck mal hier, wie geil das aussieht. Welche? Perfekt. Von unten oder stehen oben welche? Nee, die müssen oben, die muss ich abschließen. Ach, reinnehmen, nicht ab. Nee, die muss ich ab, an, nee, wie sagt man denn? Ich weiß es ja nicht. Erstmal einen Vertrag ausfüllen. Ach so. Hier, perfekt. Hi. Ja. Wie geht das jetzt weiter? Das heißt, ich muss diese Schutzkappe abschneiden. Mache ich jetzt schon mal. Hey Tom! Techno-Friend. Ey da, du! Hallo! Fenster mal aufmachen hier. Mach auf? Ja. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon hier. Ja, auch nicht ganz so. Bitte Schutzbrille. Was machst du denn da gerade? Ja, besser vorhalten. Nee, guck mal nicht, wie die läuft. Kann man das löschen, was du hier auf. Ja, ich könnte löschen. Aber gleich habe ich auch meine ganze euphorische Gehirnbepulverung. Die ganzen Endorphine sind da ja auch abgebrannt. Dann war es das. Das ist noch für heute. Yeah. So, also die Kappe abschneiden. Die Kappe abschneiden, den Draht raus, also den Zug. Den einmal zurückführen, dann durchführen. Durch. Brauche ich den noch drin? Brauche ich den da unten noch? Ach, da oben ist er. Wer? Ja. Wer ist da oben? Du bist ja da oben und ich rede. Ich rede die ganze Zeit mit dir. Das ist schon eine Anspielung, was soll denn der da oben? Ja, guck mal. Der da unten. Ist ja voll das Niveau hier, das sich verschoben hat. Ja, hat sich ergeben jetzt. Aus dem Plateau schon. Unglaublich, ey. Hilf mir! Kannst du mal ganz kurz wieder durch dich? Ins Schloss. Wo ist die 40? Wow, geil, Fingerklemmer. Super Fingerklemmer. Wo ist das denn? Da oben auf dem Metallregal. Ich sehe schon. Der Schlüssel jetzt? Kann ich den nehmen? Nein, Schlüssel rein. Ach so, das meinst du. Die linke, ja, die machen morgen. Verstehe ich schon. Zack, zack. Und. Geht das hin? So, hier haben wir alles. Okay. Nicht ans Weiße. So. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ach, die Brille. Das war die Sendung mit der Maus. Sie Glasses. Ach nee, andersrum. Sie Glasses. So,
für deine abendliche Unterhaltung eine kleine Performance eingelegt. Ach, du liebe Zeit, ja. Jo. Wisst ihr, was ich jetzt machen soll? Ja, jetzt geht mein Handy nicht mehr. Ach, Menno. Auf die Lieferung warten einfach, ne? Hervorragende Dämpfungseigenschaften einer SR Santur NVX oder N. Ja, nee, NVX. An einem Bulls. Wildcross. Ich demonstriere. Fantastisch. Ich liebe es. Qualität, die zählt. Hier sieht man die Reste des Steuersatzes, die sich gleichmäßig verteilen in eine wunderschöne rot-braunen Erdton ergeben beim Verrotten. Herrlich. Sehr geil. Nur mal ganz kurz. Was für eine Performance! Fantastisch. Vorhin war einer da, der wollte das Rad eigentlich kaufen und er hat sich dann doch anders entschieden. Für dieses Rad, das ist ein Bastlerrad, wie man sieht, da muss noch ein Schlauch gemacht werden. Ja. Hier hinten ist er noch gut. Vorne muss Schlauch gemacht werden und Schaltung läuft, alles. Und das muss ab. Die Bremse hasse ich wie die Pest hier. Dieses komische Bremssystem hier. Wie auch immer, dafür wollte ich haben 60 Euro. 60 Euro als Bastlerrad, wenn er sich selber fett macht. Alles rausgekramt und dann sagt er irgendwann, ja nee, ich nehm's doch nicht. Jetzt ist es wie immer bei so einen Rädern. Wenn ich es dann mal draußen hab, wird das zu sehen und denke ich immer, bin ich bescheuert für 60 Euro, ey, kein. Was ist los mit den Leuten? Sind die bescheuert? Für 60 Euro? Nimm nur ein Rad mit und bastel selber. Nee, ist nicht. Jetzt beug ich selber auseinander. Jetzt beug ich es auseinander. Und ich schwöre euch, nachher kommt er. Ah, ich hab's mir doch nochmal überlegt. Ich nehm's. Dann tut's mir leid, dann ist es schon umgebaut. Ich baue es jetzt auf. Sozusagen. Thank you.
der Totgelobte ist wieder am Leben. Der Motor mit Kernlenker. Ein bisschen umgebaut. Die Bremsen, die dran waren, wurden verwendet. Bremszugmaterial haben wir verwendet jetzt neu. Bremsbelag und ein Bremszug und die Griffe. Ja, die Griffe, die sind noch neu. Gebraucht haben wir verwendet. Von einem anderen Rad sozusagen, die Bremse selbst, weil die andere war die Feder gebrochen. Den Lenker. Und die Bereifung. Na? Ach, natürlich habe ich auch noch zwei neue Schläuche verwendet. Ja, aber das war's. Zwei Schläuche, zwei Griffe. Einmal Bremsbelag, einmal Bremszug. So. Fertig. Jetzt stelle ich's raus. Zum Verkauf. Thank you.
Ohrknopf. Wolfgang, was hast du so erlebt im Rotlichtmilieu? Siehste? Da fängt der Schwelgen an. Oh, warte, mach mal gleich frei. Ja, machen wir frei. Nee, also nicht frei machen. Aber nee. Die haben alle offen. Ja, 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 ja. Ja, trotzdem, ja. Oder kein. Dafür bin ich hier durch Berlin gezollt. Ah, Oranienburger. Oranienburger. Ja, ja, ich hab sie noch. Kurfürstenstraße, schön der Restestrich. Ja, da war ich hier. Alle Krankheiten auf einer Meile. Ich muss sagen, ich hab früher
eine gute Jugendzeit gehabt. Von 20 bis fast 30, 32. Da ist viel passiert. Ja. Ich werde mich mal fürs nächste Mal freuen. Ja, jetzt gehe ich nach Hause und mich um meinen Hund füttern. Jawohl, dann haben wir ja. Ja? Ich freue mich aufs nächste Mal, aber jetzt muss ich erstmal nach Hause mich um meinen Hund füttern. Ja. Guten Hunger. Danke, schönen Abend noch. Ebenfalls. Dankeschön. Klar, aber trotzdem. Ich glaube, wenn du 5 Uhr Arbeiter kommst, der Bulldog, der macht zu, der kontrolliert, ob du es landen. Ach Gott, naja. Die Hunde haben heute angesagt und Mario, die wollen etliche Kommerzbank beschießen. Tja, habe ich doch gut investiert in eine Z von Commerzbank. Was haben wir gesagt? Für 1000 Commerzbanker von heute 400 wollen sie schießen, 600, also wie ja, wegen Online-Banking, war alles nur noch online heutzutage. Ah, ja, die schieben ja nur noch online alle rüber. Hier. Man kann ich ja sowieso nicht mit meiner Zeitung, also denkt ja, hab trotzdem zu tun. Nicht sauer sein. Gut, bis dann. Jo, wie gesagt. Ich mache jetzt Feierabend. Ich gehe nach Hause. Ich habe Schnauze voll. Wir sehen uns morgen wieder. Und was Wolfgang sagt, sind ja gute Neuigkeiten für diese Z, ne? An Marco. Ja, also diese Z wird es bald viel seltener geben zu sehen. Ja. Commerzbank macht Filialen zu. Ja, das war ein Investment in die Zukunft, als hätte ich es gerochen. Diese 1,50 sind gut investiert. Und ich fürchte, es sind nicht nur 100%, sondern ich fürchte, ich werde die 5-Euro-Marke knacken dafür, was ich dafür bekomme. Ja, also werde ich es vorher nochmal restaurieren natürlich dafür. Also, macht es gut, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, sagt Tommy und denkt immer schön dran, kommentieren, Daumen nach oben und naja, vielleicht war ja auch was Sinnvolles heute mit dabei. Weiß ich, ehrlich gesagt, jetzt ja nicht aus dem Kopf. Es ist wie jedes Mal, mein Kopf ist abends nicht mehr so brauchbar wie morgens. Ich hoffe, ihr kriegt das alt neue Schnitten. Also macht's gut, bis dann, ciao, sagt Tommy.